Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich bin heute nicht alleine, aber alleine aus dem Team. Aber ich möchte keinen Monolog halten, sondern einen Dialog führen. Und diesen Dialog möchte ich führen mit jemandem. Ich weiß gar nicht, Matthias, wie lange wir uns jetzt schon kennen, aber ich glaube, dass es in den Räumlichkeiten von Rocket Internet war, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich habe zu Gast Dr. Matthias Knecht von Billy. Und hallo Matthias. Hallo André, freut mich, dass ich heute hier sein darf. Und da hast du recht, ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, 2014. Da warst du, glaube ich, noch für Figo unterwegs und ich für mein erstes Unternehmen ZenCap und da haben wir uns kennengelernt. Genau, also ich meine auch, ne? Das war irgendwie, ich glaube, im Erdgeschoss in den Räumlichkeiten von Rockets und es war dunkel, es war kein Fenster in diesem Raum, daran erinnere ich mich jedenfalls. Ich weiß meistens, wo es war. Die wilden Zeit, das war Wild West damals, ganz genau. Genau. Und vielleicht magst du ganz kurz was zu dir sagen. Wir haben jetzt schon deinen Namen gesagt und das Unternehmen Billy, wo du einer der Gründer bist und über das wir heute auch vor allen Dingen sprechen wollen. Aber du hast ja auch ein bisschen was vorher gemacht. Und gib uns noch mal ganz kurz 3-4 Sätze, was du gemacht hast, wo du herkommst und was dein Background ist. Ja, genau. Billy ist mein aktuelles Unternehmen, das ich mit meinen Mitgründern gegründet hatte. Und wir sind im Moment im B2B-Payments unterwegs. Davor haben wir aber eine lange Historie. Ja, ich hatte meinen Mitgründer Christian damals bei McKinsey kennengelernt. Wir waren knapp 6 Jahre zusammen bei McKinsey und Christian Grobe, genau. Und wir haben gemeinsam dann, das war im Jahreswechsel 2013, 2014, unser erstes Unternehmen gegründet. Das hieß damals ZenCap und da haben wir Kredite vergeben für kleine mittelständische Unternehmen über eine Peer-to-Peer-Kreditplattform. Ja, das waren Anfang 2014, als wir es dann wirklich gelauncht hatten. Und die ganz frühen Zeiten, da war Fintech noch nicht so richtig ein Name. Keiner wusste genau, was man sich darunter vorstellen hatte. Und viel Gründerzeit, viel Goldgräberstimmung. Und da haben wir, glaube ich, eins der ersten guten Fintech-Modelle dann mit angeschoben, auf den Weg gebracht. Da gab es ein paar damals zu dem Zeitpunkt, ne? Ihr wart nicht alleine, ne? Da gab es ein paar, genau. Das war so die Zeit, weißt du, wo die ersten Fintech-Bewegungen aus den USA dann auch nach Europa geschwappt sind. Und ich glaube, eine der allerersten Fintech-Ideen war ja Payments damals mit PayPal Ende der 90er. Aber dann kamen auch schon die Lending-Modelle ganz früh mit Lending Club und Funding Circle aus USA und England. Und wir haben die Modelle dann in Europa groß gemacht. Das waren ZenCap, mein Unternehmen, und zum Beispiel Lendico von Rocket Internet. Das haben wir so rund um den 2013, 2014 gegründet und dann damit auch die ersten Meilensteine in dem Bereich in Europa gelegt. Mhm. Das habt ihr da verkauft, ne? Das ist dann gemerged worden? Genau, wir haben das Unternehmen damals relativ schnell in 3 Länder gebracht. Wir waren in Deutschland, Spanien, Niederlande, hatten Büros in allen 3 Ländern und in der Spitze so knapp 120 Mitarbeiter und haben ZenCap dann auch relativ zügig, das war 2015, an eine große Plattform, die heißt Funding Circle, in England verkauft. War ein toller Exit, ein wirklich sehr früher, schneller Erfolg für uns. Und Funding Circle ist dann ein Jahr später, 2016, auch an die Börse gegangen und haben an der London Stock Exchange dann ihr IPO gemacht. Also da haben wir, glaube ich, in der Zeit wirklich in kürzester Zeit so ein bisschen ein Mini-MBA in Gründen durchgemacht und Lendico, viele Dinge gelernt. Ja. Und Lendico ist dann nachher zur ING gekommen, ne? Also ist, glaube ich, immer noch sozusagen so als Team oder teilweise jedenfalls um die Technologie ist zur ING rübergerutscht, dann irgendwann, glaube ich, ein paar Jahre später, ne? Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich verfolge das jetzt nicht mehr ganz eng, aber da hat, glaube ich, jeder dann seine Heimat gefunden. Und ja, ich glaube, in der Zeit haben wir einfach viele Dinge gelernt. Wir sind ja dem B2B-Bereich treu geblieben und haben dann mit dem zweiten Unternehmen Billy jetzt dann nochmal einen sehr, sehr starken Antritt gemacht. Ja. Sag mal, ist das eigentlich ein Stück weit eine McKinsey-Mafia, die man da sieht? Ich meine, weil du hast es gerade von dir gesagt und von Christian gesagt. Hm. Und Tamas, den ich ja auch schon ein, zwei Mal bei uns im Podcast hatte und der ja, glaube ich, auch bei euch auch ein Stück weit Investor ist, wenn man das in der Öffentlichkeit glauben darf, kommt auch von McKinsey. Ist das ein Stück weit so? Ist das das Alumni-Netzwerk? Witzigerweise, ich war vor 2 Wochen auf dem McKinsey-Alumni-Event hier in Berlin und
Da gibt es schon eine ganz starke Startup-Bubble. Ja, das muss jetzt gar nicht ausschließlich Fintech sein, aber schon viele der alten Kollegen, die man von damals kennt, haben dann den Weg gefunden und eigene Unternehmen gegründet. Ob das im Sportbereich ist, im Logistikbereich oder im Fintech, da gibt es eine ganze Menge, das ist richtig. Und ich glaube, für McKinsey-Berater hat die Attraktivität abgenommen, zu einem großen DAX-Konzern zu gehen. Das war vor 10, 12 Jahren, glaube ich, so der Hauptexit. Mittlerweile ist die eigene Gründung schon, steht schon ganz weit vorne. Und dadurch, dass das Netzwerk auch so stark ist, findest du auch wirklich gute und erfahrene Mentoren in dem Bereich, die dir da auch wirklich unter die Arme greifen können. Das ist schon so, ja. Und dann habt ihr euch, als ihr die Chance hattet, ZenCap an Funding Circle verkauft zu haben, habt ihr euch dann die Karten wiedergelegt, Christian und du, und habt dann überlegt, was machen wir jetzt? Ja, genau, das ist immer ein, wie soll ich sagen, keine leichte Entscheidung, ja, dein Baby dann zu übergeben an eine große Firma. Funding Circle war ja in der Tat auch ungleich größer, als wir da in die Hände zu legen, aber wir haben uns entschieden damals, das ist wahrscheinlich strategisch und auch vom Team-Setup her eine sehr gute Option ist für uns alle, und haben deswegen den Verkauf dann auch mit angeschoben. Und danach haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, wir hatten gute Erfahrungen gesammelt im B2B-Bereich, im SMI-Bereich, und haben dort auch viele Probleme gesehen, die wir damals nicht lösen konnten. Ja, unser erstes Unternehmen, ZenCap und auch Funding Circle, das waren ja im Endeffekt Monoliner im Sinne von SMI-Annuitätendarlehen. Ja, wir haben Kredite vergeben bis 250.000 Euro, die sich über 2, 3, 4, 5 Jahre dann zurückgezahlt haben. Das ist ein gutes Produkt, das kann man machen, aber das löst mit Sicherheit nicht all die Probleme, die an uns Die herangetragen wurden. Rückzahlung überhaupt gesehen dann? Weil ihr habt ja so schnell verkauft, dass ihr möglicherweise gar nicht gesehen habt, ob das dann zurückgekommen ist, oder? Ja, die habe ich schon gesehen. Und ich bin ja auch natürlich testweise auch Investor auf unserer eigenen Plattform gewesen. Das heißt, die Rückzahlung habe ich am eigenen Leib dann auch wieder irgendwann zurückgekriegt. Doch, die hab ich gesehen. Ja. Okay. Ja. Aber du warst gerade dabei, sorry, ich habe unterbrochen, aber du warst gerade dabei zu erzählen, wie ihr euch dann die Karten gelegt habt und wie es dann bei den ungelösten Problemen, die ihr bei ZenCap gesehen habt, letztendlich zu der ersten Idee von Billy gekommen ist. Ja, genau. Viele Unternehmen, kleine Unternehmen kamen zu uns und haben uns im Endeffekt gesagt, hör zu, ist ja ein tolles Produkt, was ihr macht, aber ich brauche jetzt gerade keinen 5-Jahres-Kredit, sondern ich brauche jemanden, der mir im weitesten Sinne mit meinen B2B-Payments hilft. Ja, ich habe ausgehende Zahlungen, weil ich meine Zulieferer bezahlen muss. Ich habe eingehende Zahlungen, weil ich selbst wieder an andere Unternehmen liefere. Und da gibt es den Zahlungsteil davon, der muss abgewickelt werden. Da gibt es auch einen Liquiditätsteil davon, das muss irgendwie finanziert werden. Mein Working Capital muss ich managen. Und die Prozesse, die damit einhergehen, die müssen weitestgehend automatisiert werden. Ja, also da gab es sehr, sehr viele Fragen, dass Unternehmen uns gefragt haben, könnt ihr mir zum Beispiel mit meinen ausgehenden Rechnungen helfen? Ja, ich habe viel Working Capital gebunden, ich muss aber gleichzeitig meine Mitarbeiter Ende des Monats bezahlen oder mein Warenlager jetzt für Weihnachten aufstocken. Könnt ihr mir da irgendwie helfen bei der Liquiditätsfrage? Aber genauso habe ich als kleines Unternehmen Probleme damit, meine ganzen Zahlungen richtig zuzuordnen. Ja, viele von denen sind ja sehr manuell aufgestellt und haben nach Lösungen gesucht, wie sie das Debitorenmanagement in den Griff kriegen, eingehende Zahlungen zuordnen, Reconciliation machen, bis hin zu Mahnwesen, Payment Reminder, Inkasso und hinten raus den Kreditausfallschutz. Ja, also das ganze Thema rund um Debitorenmanagement, das war eine Riesenfragestellung. Und die Liquiditätsseite, die Finanzierung dessen ist das eine, aber da gibt es noch ganz viele andere Themen, die man mitbedenken muss. Und ich glaube, genau das waren die Themen, die wir in unserem ersten Unternehmen noch nicht adressieren konnten und wo wir dann gesagt haben, das scheint wirklich ein großer Use Case zu sein, da können wir vielen Unternehmen helfen. Da warst du möglicherweise so ein bisschen da dran, um das Thema Risiko darüber zu managen, oder? Ich meine, irgendwo wirst du ja Datenquellen wahrscheinlich abgefragt haben, auch bei Lendico, um zu gucken, wie kann ich das Risiko und möglicherweise die Prognose in die Zukunft auch ein Stück weit erstellen. Da hast du wahrscheinlich gerade mal reingepiekst in diese Themen, die du gerade angedeutet hast, oder? Absolut. Ich glaube, Risikomanagement war und ist einer der ganz, ganz zentralen Teile. Du kannst solche Businessmodelle nur erfolgreich fahren, wenn du das Risiko im Griff hast. Ja, mein damaliges Unternehmen und jetzt auch unser Unternehmen Billy, das sind ja Unternehmen, die im Kern zig Dutzende von Millionen Euro Risiko kaufen jeden Monat. Ja, also wir kaufen und managen sehr, sehr große Mengen an Risiko im Sinne von Euro-Exposures. Und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du da gute Systeme hast. Das Risiko variiert auch sehr, sehr stark je nach Modell. Zum Beispiel in unserem ersten Unternehmen, ZenCap und Funding Circle bei SMI-Krediten, da war es
Stark natürlich bonitätsbasierte Ausfallrisiken, die du managen musstest. Jetzt, wenn ich an Billy denke und gerade an unseren starken B2B Buy Now Pay Later Push im E-Commerce, da sind es sehr stark Betrugsrisiken. Ja, du kannst dir vorstellen, 70, 80 bis zu 90, 92% der Risiken kommen im E-Commerce natürlich aus Betrug. Ja, also eine andere Risikokategorie, die du dann mit anderen Datenquellen, anderen Methoden aber genauso gut managen musst. Aber dann ist es möglicherweise in der Vergangenheit eher der Blick natürlich ein Stück weit auf die, wo steht der Kunde gerade, und dann aber eine Prognose in die Zukunft. Und jetzt guckst du eher auf das Thema, was passiert gerade in dem Moment? Jetzt musst du viel mehr ins Realtime gehen, oder ist das, verstehe ich das falsch? Das ist richtig. Das hängt stark von der Laufzeit deiner Assets ab, die du finanzierst. Ja, je länger dein Exposure ist, dass du gegen die Gegenpartei hast, beim ersten Unternehmen Zencaptor waren das 3, 4, 5 Jahre teilweise, da musst du lange in die Zukunft projizieren. Ja, ganz klar. Und da brauchst du dann auch teilweise Bilanzstrukturratings, da kannst du nicht nur cashbasiert raten. Wenn wir jetzt auf Billy gucken, wir haben hier gerade im Onlinehandel mit kurzen Laufzeiten zu tun. Unsere durchschnittlichen Transaktionen, die wir finanzieren, das ist bei Klarna auch nicht anders. Die sind bei ungefähr 30 Tagen. Ja, es gibt auch Online-Shops mit nur 14 Tagen, also ganz kurz laufende Forderungen, wo du auf die imminente Bonität schauen kannst, aber eben mindestens genauso wichtig oder noch viel wichtiger auf die Betrugswahrscheinlichkeit. Laufe ich hier einen Betrüger auf? Welche Signale gibt es, dass dieser Einkäufer, der mir gerade hier digital quasi vor mir sitzt, dass der vielleicht was anderes im Schilde führt, als jetzt einen Einkauf abzuwickeln. Matthias, aber erklär doch nochmal ganz kurz, was machst du mit Billy heute? Gib uns mal 2, 3 Use Cases oder möglicherweise auch 1, 2 Use Cases, um zu verstehen, was Billy enabled. Also was machst du möglich, was heute ansonsten nicht möglich ist oder schwierig möglich ist für deine Kunden, und was ist der typische Kunde? Ja, da muss ich vielleicht nochmal da ansetzen, wo wir gerade aufgehört haben. Also Billy ist gestartet als Factoring-Unternehmen für SMEs. Ja, dass wir die offenen Forderungen von unseren SME-Kunden, kleinen Unternehmenskunden finanziert haben, die Abwicklung betreut haben, die Prozesse automatisiert haben und auch Mahnwesen, Inkasso und Ausfallschutz übernommen haben. Das war der initiale Antritt, den wir gewählt hatten, damals 2017 und dann auch 18. Und dann wurde aber sehr schnell klar, dass kleine Unternehmenskunden, Offline-Kunden, wie wir sie alle kennen, nicht die einzige Kundengruppe sind und vielleicht auch gar nicht die größte, die wir bedienen sollten. Und es kamen immer mehr Unternehmen zu uns, die gesagt haben, hört mal zu, wir verkaufen unsere Waren, unsere Dienstleistungen online. Könnt ihr uns mit so einem Produkt online helfen? Wir würden unseren Kunden gerne Zahlungsziele geben, aber wir schaffen das nicht alleine. Und damit haben wir unsere zweite Produktlinie, die nennen wir Billy Boost, auf den Weg gebracht, die Buy Now Pay Later im E-Commerce für Geschäftskunden anbietet. Also die einfachste Beschreibung ist, stell dir vor, was Klarna macht, das Gleiche jetzt für die Geschäftskunden aufgesetzt. Also ja. Du meinst aber für die Geschäftskunden auf der Käuferseite, ne? Also weil ansonsten Der Geschäftskunde ist ja auf der Merchant-Seite immer der Geschäftskunde, also sozusagen Business to Business Buy Now Pay Later. Absolut, genau. Das ist unser aktueller Fokus, und die Technologie, die du dafür brauchst, von Risikomanagement hatten wir gerade gesprochen, über Limitsysteme, über Refinanzierung, über Identifizierung automatisiert der Gegenpartei, über KYC AML. Das ist natürlich die gleiche Technologie, die wir aus dem SME Factoring Business entwickelt haben, nur jetzt angewandt auf den E-Commerce B2B Use Case. Und weil du nach konkreten Use Cases gefragt hast, wir haben viele Kunden in Deutschland, das sind große Online-Händler, die kennt man auch, das kann man einmal googeln, wo wir überall implementiert sind, die neben ihrem B2C-Checkout eben auch Geschäftskunden bedienen. Ja, und dieser Geschäftskunden-Checkout, dafür gibt es Stand heute noch keine ordentliche Lösung hier bei Now Pay Later, also Ratenkauf, Rechnungskauf, Lastschrift anzubieten. Es gibt 1, 2 Spieler, die das immer mal wieder probieren, aber aus meiner Sicht mit so mittelmäßigem Erfolg. Und da haben wir gesagt, genau da liegen unsere Kernkompetenzen. Wir sind ein B2B-Unternehmen, wir verstehen Risikomanagement, wir verstehen B2B-Zahlungen, und da gehen wir ganz stark rein. Aber das macht ihr nicht schon seit 5 Jahren, ne? Also Billy gibt es seit 5 Jahren, und du hast es ja gerade auch schon angedeutet, ihr kommt eigentlich da aus dem Factoring. Was war so ein bisschen so der Grund, so diesen Schwung oder diesen Schwenk, oder möglicherweise ist es gar kein Schwenk, sondern diese Erweiterung jetzt jedenfalls so in den Fokus zu stellen? Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben das Produkt, das Buy Now Pay Later Produkt für den E-Commerce-Handel
erst als eine Art, als eine Art internes Projekt oder R&D-Lab gelauncht innerhalb von Billy. Ja, wir hatten die Technologie, wir hatten auch die Marktanfragen, also die Online-Shops haben wirklich an unsere Tür geklopft und gesagt, könnt ihr uns irgendwie bedienen und bei unseren Problemen gerade im Online-Checkout für Geschäftskunden helfen. Und da haben wir gesagt, ja, wir probieren das mal. Ja, das scheint eine Nachfrage zu sein und unsere Capabilities, die wir aufgebaut haben, scheinen darauf gut zu passen. Und so haben wir begonnen, das Produkt mit einem sehr kleinen Team an den Markt zu bringen, weiter zu perfektionieren. Und dann kamen aber einige Katalysatoren dazu. Auf der einen Seite siehst du ja ganz stark den Shift offline zu online im B2B-Handel. Ja, das ist jetzt gerade das. B2B ist immer in vielen Sektoren 10, 12, 15 Jahre hinter dem B2C-Bereich. Im B2C haben viele der Transformationen schon stattgefunden, die du jetzt im B2B langsam siehst. Ja, also Shift offline zu online ist ein wichtiger Faktor. Und die Corona-Pandemie hat das ja nur noch beschleunigt, weil viele Unternehmen jetzt auf digitale Absatz- und auch Einkaufskanäle setzen. Das heißt, hier hat jetzt die Pandemie dann auch als Katalysator für diese Veränderung gewirkt, sodass wir gesagt haben, dieses Thema ist so unglaublich groß und da können wir wirklich vielen Shops helfen. Das müssen wir jetzt richtig stark forcieren. Hast du ein Vorbild dafür oder habt ihr ein Vorbild auf der Welt gesehen oder habt ihr gesagt, wir sehen etwas im Retail, was du gerade schon beschrieben hast, was vor Klarna, wann ist Klarna gestartet? 10, 12 Jahre, stimmt wahrscheinlich sogar dort, also die Zeitspanne, die du gerade genannt hast. Aber hast du irgendetwas gesehen, was mehr oder weniger das Gleiche tut, was ihr heute macht? Ja, das ist das Interessante dabei. Es gibt weltweit kein gutes Vorbild, wo ich sagen könnte, schau mal da in die USA oder nach Singapur, da gibt es ein Unternehmen, das das macht. Das gibt es so nicht. Klarna ist vielleicht in der Tat das beste Beispiel. Klarna ist vor ungefähr 15 Jahren sogar schon an den Start gegangen, aus Schweden raus, dann nach Kontinentaleuropa gekommen und dann auch weiter in die USA jetzt. Ich glaube, die Transformation, die Klarna und weitere wie Afterpay und Affirm, da gibt es eine ganze Reihe, im B2C-Bereich auf den Weg gebracht haben, die kommen jetzt langsam auch in den B2B-Bereich. Ja, du hast ja durch Klarna im Endeffekt eine Revolution, eine Abkehr von Kreditkarten erfahren. Ja, Kreditkarten gibt es seit den 50er, 60er Jahren. Das erste Mal, dass Privatkonsumenten nicht mehr mit Cash zahlen mussten, sondern auf Kredit mit der Plastikkarte. Großartige Revolution damals. Und jetzt, in den 2010er Jahren, gibt es eben Unternehmen wie Klarna, die das ganze Spiel nochmal auf den Kopf stellen und Zahlungsmethoden anbieten, die nochmal viel flexibler sind und damit auf die individuellen Kundenbedürfnisse noch besser eingehen können. Ja, du kannst ja deine Zahlungen Stunden oder in Teile schneiden, wie du möchtest, sodass sie an deinen eigenen Cashflow gut angepasst sind. Ja, ich glaube, was mich da am meisten fasziniert, ist, die Payments im B2C-Bereich fühlt sich ja wahnsinnig gut an. Das ist eine Fun-Experience. Du hast tolle Apps. Das fühlt sich an wie jede andere coole App, die du auf deinem iPhone hast. Ja, so weit ist Payments gekommen, dass die ganze Clunkiness und die ganzen Hassle, den du damit hast, stark in den Hintergrund getreten ist. Ja. Nur im B2B-Bereich hast du genau das eben noch nicht gesehen. Viele Payments dort sind papierbasiert, unendlich lange Prozesse. Du wirst irgendwo freigeschaltet. Du musst dich irgendwo per Telefon, im Zweifel per Fax, per E-Mail deine Order eingeben. Das heißt, dieser Bereich ist aus meiner Sicht jetzt reif, um die gleiche dann Convenience zu erfahren, wie wir es im B2C sehen. Das ist etwas, ich meine, du weißt ja, dass ich mittlerweile halt auch in der Bank gelandet bin und etwas, was ich auch immer wieder merke, ne? Also viele, viele Dinge, die ich halt im Retail und im Small-Medium-Business über die letzten 10, 15, 20 Jahre gesehen habe und da habe ich ja durchaus eine ganze Menge gesehen, kommt halt auf der Corporate-Welt jetzt gerade an. Und ich glaube, du bist so mit deinem Unternehmen gerade genau in between, ne? Du bist ja nicht wirklich richtig, nein, du bist kein Retail, gar keine Frage, aber richtig großes Corporate hast du wahrscheinlich auch nicht. Natürlich irgendwo als Partner möglicherweise, aber eure Kundengruppe ist ja wahrscheinlich irgendwo auch genau dazwischen. Also, wobei du gerade sagst, große E-Commerce-Player sind möglicherweise dann auch schon richtig große Unternehmen geworden, ne? Aber die bieten es dann auch möglicherweise wieder kleineren an. Also diese Entwicklung, die ist in der Tat wirklich sehr frappierend, weil du das wirklich, naja, du kannst, wie du es ja auch gerade schon mal kurz sagtest, nicht die gleichen Tools benutzen, aber die Mechanismen sind die gleiche. Absolut. Gleichen, ne? Und ich glaube, da schließt sich dann eine sehr spannende Frage an, auf die ich auch nur partiell eine Antwort habe. Warum ist es denn im B2B so anders oder schwierig und was sind da eigentlich die Unterschiede zum B2C? Ja, und ich glaube, da schaust du auf einige Dinge, die B2B-Payments dann doch ein Stückchen auch komplexer machen.
Auf der einen Seite sind die Warenkörbe natürlich deutlich höher. Ja, im B2C-Bereich hast du oft durchschnittlich Warenkörbe, B2C bei einer Operator von 60, 80, vielleicht mal 100 Euro, aber der Durchschnitt geht da meistens nicht großartig drüber hinaus. Im B2B-Bereich hast du Faktor 5 bis 10 bis 15 davon. Das heißt, deine Konzentrationsrisiken, die du übernimmst, sind um Faktoren höher. Der zweite Punkt ist, du sitzt einer deutlich heterogeneren Gegenpartei gegenüber. Ja, weil im B2C-Bereich hast du ein Individuum. Du oder ich kaufen unsere Schuhe bei Zalando und wollen mit Klarna zahlen. Ja, relativ einfach. Du hast ein Geburtsdatum, eine Adresse und eine E-Mail-Adresse und einen ZIP-Code. Wenn Unternehmen einkaufen, dann hast du den kleinen, nicht registrierten Einzelkaufmann. Oder du hast die Börsengelistete der AG oder du hast eine GmbH und Co. KG oder du hast einen Kindergarten, eine Schule, eine Universität oder die Stadt Nürnberg hat bei uns oft eingekauft. Ja? Also du hast Gebietskörperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts, eine ganz heterogene Menge von Entitäten, die dir gegenüber sitzen, die aber bei dir gerne einkaufen würden. Und du musst aber sicherstellen, kann ich die erstmal identifizieren? Kann ich die dann scoren? Kann ich Kreditrisiko, Betrugsrisiken ausschließen? Und welches Limit kann ich denn gegen die Stadt Nürnberg allokieren, die jetzt gerade irgendwie 80 Laptops a 900 Euro kaufen möchte? Ja, also ich glaube, das sind eben Fragen, die machen so eine B2B-Transaktion auf der Händlerseite auf der einen Seite deutlich komplexer. Ja. Ist der Begriff Buy Now, Pay Later eigentlich der richtige dafür oder ist das eigentlich so eine, also oder ja, möglicherweise ist es sogar der richtige, ne? Weil du machst genau das, ne? Du kaufst jetzt und du bezahlst später. Früher hätte man wahrscheinlich einfach nur gesagt, ich kaufe auf Rechnung, ne? Genau. Und das ist ja immer bisschen auch die lustige Sache dabei. Buy Now, Pay Later ist ja nichts Neues. Gerade für uns in der Deutschland, in der Dachregion. Rechnungskauf gibt es bei uns ja schon seit gefühlt Urzeiten. Für mich ist Buy Now, Pay Und Later gerade im B2B, Matthias, ne? Also gerade im gerade B2B im war das ja, B2B. ist ja nicht mit Skonto Exakt. und allem Möglichen, ne? Exakt. Deswegen, ich will mir gar nicht anmaßen zu sagen, wir hätten jetzt hier irgendwie eine neue Zahlungsart erfunden. Also ganz im Gegenteil. Rechnungskauf ist bereits heute die von den Unternehmen absolut präferierte Zahlmethode. Wenn du dir die ganzen Research Reports durchliest, da siehst du, 95% der Unternehmen wollen per Rechnung kaufen und fast keiner will mit PayPal kaufen, weil kein Unternehmen hat ja PayPal. Also, ja, wir geben zumindest keine PayPal-Accounts an jemanden raus. Bedeutet, Rechnungskauf ist das A und O. Die Unternehmen wollen was einkaufen, eine Rechnung bekommen, die Rechnung geht ans Finance Department und ein- oder zweimal im Monat geht der Zahlungslauf raus und die Rechnung wird beglichen. So wollen die einkaufen. Nur, die Schwierigkeit ist, jetzt hast du auf der einen Seite eine wahnsinnig hohe Nachfrage nach dieser Zahlmethode. Du hast auf der anderen Seite aber keine Anbieter, die das at scale abwickeln können, auf Basis der Komplexitäten, die wir gerade beschrieben haben. Und das bringt die Online-Shops, die das brauchen, in eine ziemlich prekäre Lage. Es gibt einige sehr große, die haben dann gesagt, ja, verdammt, dann muss ich es halt selber bauen. Und haben versucht, ihr eigenes Rechnungskauf Buy Now, Pay Later Produkt zu bauen. Wir kennen einige, die haben es versucht, outzusourcen nach Sofia, weil da die Arbeitskräfte billiger sind, weil da sehr viel manuell noch läuft. Und es gibt die große Masse an anderen, die sagt, ja, tut mir leid, dann kann ich es halt nicht anbieten, weil ich bin nicht der Best Owner dieses Prozesses. Ich kann weder Risikomanagement noch kann ich das Zeug refinanzieren. Ja, ich kann einen Shop machen, aber ich kann keine Zahlung abwickeln. Und deswegen hast du hier aus meiner Sicht einen Markt, der ein ganz, ganz starkes Bedürfnis hat, das im Moment halt nicht befriedigt ist. Ist das Ausfallrisiko so groß, dass die Leute nicht einfach nur sagen, ey, manuell, ich schicke eine Rechnung und der bezahlt schon? Da muss man trennen in die verschiedenen Risikokategorien, um zu schauen, wo kommen denn Ausfallrisiken generell her. Also Und Beispiel Stadt Nürnberg, ne? Da würde ich ja sagen, komm, die werden schon bezahlen. absolut richtig. Also ich glaube, dass der Delkrede-Risiko oder das bonitätsbasierte Ausfallrisiko bei der Stadt Nürnberg geht gegen null. Ja, also Anstalten des Körperschaften des öffentlichen Rechts gehen eigentlich nicht pleite grundsätzlich. Die Frage ist nur, ist es die Stadt Nürnberg? Oder ist es der André Bajorat, der sich gerade Spaß erlaubt und seine drei Laptops versucht, unter dem Namen der Stadt Nürnberg zu bestellen an irgendeine Adresse in Berlin, wo er sein Schildchen gerade mal als Stadt Nürnberg hinklebt und danach aber schnell wieder abzieht an die Klinik? Ja, also es gibt ganz verschiedene Betrugsmuster und deswegen sagte ich auch vorhin, Betrugsprävention ist eine der Hauptdinge, mit denen sich unsere Data Science Teams beschäftigen, die du kennen musst und gegen die du dich wappnen musst. Da gibt es ganz verschiedene Methoden, das zu tun. Keiner ist perfekt, aber wir versuchen uns daran zu robben, um gleichzeitig die Annahmequote nicht absacken zu lassen. Ja, du hast ja immer dieses Spiel mit den beiden Dingen. Du kannst null Risiko machen, dann machst du auch null Geschäft. Sag mal, die Skills, die ihr aufbauen musstet, ne? Auf der einen Seite das Konnektivitäts-Datenthema wird das gleiche gewesen sein, ne? Also du musst irgendwo dich hin connecten, musst Datenquellen anzapfen und dergleichen mehr. Musst du auch
eine neue Kompetenz reinbringen, weil du plötzlich auf der User Experience-Seite etwas liefern musst, was du bis dahin eigentlich, weil du eher so eine, naja, so ein Abwickler im Hintergrund warst, wo du darauf nicht so achten musstest, jetzt aber im Checkout bist, wo wir ja wissen, dass eine Checkout-Zahlmethode super relevant für ein erfolgreiches Bezahlen ist. Musstet ihr da etwas tun für euch? Absolut, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du, weißt du, der Checkout bei Online-Shops, bei B2B-Marketplaces, das ist ja das Nadelöhr, durch das der ganze Umsatz durch muss. Und wenn du als Online-Händler deinen Kunden so weit hast, dass er die Ware ausgewählt hat, bei dir ausgewählt hat, in den Warenkorb gelegt hat, mit dem Preis zufrieden ist und dann beim Checkout landet, dann ist der Kunde schon wahnsinnig teuer und dann wirst du ihn unbedingt haben und du kannst es dir dann nicht erlauben, dass du eine Zahlmethode hast, die in irgendeiner Form diesen Kunden-Checkout stört. Und deswegen ist die End-to-End-Checkout-Conversion, das heißt, die Konversionsrate von der Kunde will deine Zahlmethode nehmen, bis du lässt ihn wirklich auschecken erfolgreich. Das ist der wichtigste KPI, den wir messen. Ja, und da sind wir mittlerweile bei sehr, sehr hohen Werten. Aber das hat gedauert. Du musst auf der einen Seite die UX und UI verstehen. Du musst möglichst wenige Screens anzeigen, aber trotzdem alle Daten vom Kunden bekommen, um deine Assessments zu machen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil du willst ja eigentlich willst du so viele Daten wie möglich vom Kunden haben und ihn trotzdem gleichzeitig so wenig wie möglich fragen, ne? Also dieser Pain in the Ass, alles eingeben zu müssen und gerade wenn du halt dann auch möglicherweise noch über sehr komplexe Gesellschaften sprichst, die du ja gerade angedeutet hast, dann willst du von denen ja wirklich echt ganz, ganz wenig bekommen. Hast du andere Auskunfteien oder Datenquellen anzapfen müssen oder musst du sie anzapfen, um wirklich dann solche Sachen zu checken? Ja, da gibt's ganz verschiedene Datendienstleister, die du brauchst. Und ich mache gleich mal drei Beispiele der Themengebiete, wo du die Datendienstleister brauchst. Auf der einen Seite, was du tun musst im Checkout, ist die Gegenpartei identifizieren. Also wer ist das eigentlich, mit dem du gerade hier Business machst oder der bei dir einkaufen will? Also Identifizierung ist ein wichtiges Thema im B2B. Dann nutzen wir unsere eigenen Datenbanken, weil die sind mittlerweile auch hinreichend groß, dass wir das tun können. Dann nutzen wir aber auch externe Datendienstleister. Zweiter Punkt ist dann das Scoring. Da gehst du auf Betrugsprävention, aber eben auch auf Kreditrisiken. Und für beide dieser Themenfelder hast du wiederum ganz unterschiedliche Datenquellen. Auch da wieder interne Daten, dass wir auf die Transaktion selber gucken und schauen, hinsichtlich der Transaktion, die wir sehen, glauben wir, dass es ein Betrugsfall ist. Ja, wenn da 20 iPhones im Warenkorb liegen, dass wir sehen, das geht über ein VPN, der irgendwie in irgendein verrücktes Land führt und das ist um 3 Uhr morgens, dann weißt du natürlich, das ist mit großer Sicherheit ein Betrugsfall. Ja, aber so einfach ist es nicht immer. Das heißt, zweiter Punkt ist Scoring, Betrugs- und Kreditrisiko. Und der dritte Punkt ist dann die Limitallokation. Welches Limit, welches Exposure kann ich mir eigentlich erlauben gegen diese Gegenpartei? Traue ich mir da 100 Euro zu oder 1000 oder 10.000 oder 100.000? Ja, auch da musst du eine Antwort drauf geben, welches Exposure-Risiko kannst du fahren. Und ich glaube, in diesen drei Bereichen, Identifikation, Scoring und Limitsysteme, da brauchst du verschiedene Typen von internen und externen Daten, die dir dann bei der Entscheidung helfen. Jetzt habt ihr ja Klarna mit ins Boot geholt, beziehungsweise, wie soll man das sagen, ja doch ins Boot geholt, vielleicht schon in den Cap-Table geholt, als Investor, als strategischen Partner. Können wir gleich darüber sprechen, warum Klarna das nicht selber macht und ein paar andere Fragen. Interessant finde ich aber, bei Klarna ist es ja so, dass du eigentlich einen Account hast und du im Grunde genommen über Zeit wahrscheinlich ja auch für Klarna, nicht nur wahrscheinlich, sondern für Klarna besser lesbar bist und weil du eine Historie aufgebaut hast, auch besser scorebar bist. Hast du das auch? Also gibst den Leuten einen Account und baust eine Historie auf? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Klarna schon richtig gut gemacht hat. Klarna hat ja mittlerweile mehr als 90 Millionen Kunden. Die haben die Klarna-App, die haben einen Klarna-Account, genau wie du sagst, und die interagieren mit Klarna auf eine bestimmte regelmäßige Art und Weise. Und was ich daran so spannend finde, ist, Klarna lernt die Nutzer ja im Checkout kennen. Ja, also der Nutzer hat irgendwann mal in seinem Leben Klarna im Checkout gesehen und hat gesagt, ja, da würde ich gerne mal mit bezahlen. Aber das ist ja nicht eine einmalige Transaktion, auf die es hier ankommt, sondern Klarna wird als Brand wahrgenommen und der Nutzer wird sich dann die Klarna-App runterladen, um sein Shipment zu tracken, um vielleicht eine Rücksendung aufzugeben und so weiter. Und damit kann Klarna beginnen, diesen User in diesem Financial Ecosystem zu bedienen. Ja, Klarna hat eine Kreditkarte auf den Markt gebracht, die habe ich selber. Total gutes Ding. Klarna hat mittlerweile ein Bankkonto und da werden mehr Produkte noch kommen. Das heißt, der Nutzer, der einmal im Checkout akquiriert wurde, der wird ins Klarna-Ökosystem rüber konvertiert.
und dort dann weiter monetarisiert, beziehungsweise ihm werden weitere Dinge zur Verfügung gestellt. Ganz ähnlich wie PayPal. Auch PayPal hat man irgendwann mal im Checkout kennengelernt. Mittlerweile hat aber jeder seine PayPal-App, wo man die Pizza mit Freunden abends dann aufsplitten kann oder wo ich meiner Mutter oder meinem Bruder oder meiner Schwester Geld schicken kann. Also der eigentliche ursprüngliche Use Case im Checkout, die Zahlung auszulösen, das ist vielleicht der Hook, durch den du diese Zahlmethode kennenlernst. Aber das geht dann weiter und entwickelt sich zur Financial Super App, wo du noch 15 andere Use Cases mit abwickeln kannst. Ja. Und bei euch mache ich einen Account? Genau. Jetzt war eine lange Einführung zum Antwort deiner Frage. Noch haben wir das nicht, aber natürlich denken wir in genau die gleiche Richtung. Ja. Wir lernen jeden Monat Zehntausende an unique Customers bei uns in das kleine mittelständische Unternehmen in den Checkouts kennen, die wir bedienen. Und diese Touchpoints, diese Unternehmen wollen wir natürlich möglichst umfassend bedienen. Ja, und die Transaktion im Online-Checkout ist eine Art und Weise dessen, und da haben wir ein tolles Produkt, das wird stark nachgefragt, aber da kann man sich natürlich noch 20 andere Dinge vorstellen. Ja, und dann ist es wichtig zu sagen, ein Unternehmen hat dann vielleicht irgendwann den eigenen Login. Beim Unternehmen hast du weitere Komplexitäten. Es ist oft so, dass es nicht den einen Unternehmer gibt, der den Login braucht, sondern die haben vielleicht 5 Procurement Manager, die ihre 5 Buyer Seats brauchen mit Limitsteuerung und so weiter und so fort. Also da kannst du dir im B2B-Bereich nochmal ganz viele andere Dinge ausdenken, womit man dem Unternehmen dann hier helfen kann. Ja, absolut. Das sind Rollenrechte-Modelle dann irgendwann auch dahinter. Ganz genau. Jetzt haben wir gerade auch ein bisschen darüber gesprochen, wie das Produkt aussieht und über Klarna ein bisschen gesprochen. Wenn du über eure Partner nachdenkst, was ist eure Partnerstrategie? Weil du wirst ja auf der einen Seite hast du sowas wie Datenpartner, von denen du oder Scoring-Partner, von denen du halt Daten beziehst. Wie machst du Vertrieb? Also was ist eure Partnerstrategie an der Stelle? Also wie gewinnst du auf der einen Seite die Merchants, bei denen die Kunden bezahlen sollen? Und machst du möglicherweise auch selber Vertrieb für eure Bezahllösung bei Leuten, die bezahlen wollen? Was du ansprichst, das ist schon auch einer der größten Herausforderungen, die wir als Zahlungsdienstleister zu bewältigen haben. Und zwar, du sprachst gerade an die Integration beim Merchant oder den Direktvertrieb zum Händler. Eine Zahlmethode in den Checkout einzubinden, das ist eine Direkteinbindung schon eine Herausforderung für viele Händler. Nicht für alle, aber wenn du ein Händler bist mit einem komplexen Shopsystem, dann eine weitere Zahlmethode einzubinden, das kannst du machen, das machen wir auch. Wir machen Direktvertrieb an die Händler, aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in 2 Minuten erledigt ist. Ja, du musst auf die Roadmap kommen, da gibt es einen Abnahmetest und so weiter. Bedeutet, Direktvertrieb ist ein ganz wichtiges Standbein von uns, den wir auch versuchen, so wirklich so einfach wie möglich zu machen durch Plugins in die richtigen Shopsysteme. Ja, durch eine super einfache REST-API, die man relativ einfach ansprechen kann. Aber es ist eben nur ein Vertriebskanal. Ein zweiter Vertriebskanal ist den du angesprochen hattest, die Partnerschaft mit Klarna. Ja, Klarna ist der unangefochtene Champion im B2C bei Now Pay Later. Klarna hat 250.000 Händler live auf ihrer Infrastruktur. Auf der anderen Seite bedient Klarna aber auch nur eine Seite der Medaille, den B2C-Checkout und nicht den B2B-Checkout. Und da lag es für uns dann sehr nahe, in dem Gespräch mit Klarna zu sagen, hört mal zu, wir haben die B2B-Bezahlmethode, die ihr braucht und die auch Klarna wirklich haben will, um den Händler-Checkout holistisch zu bedienen. Auf der anderen Seite hat Klarna natürlich das Händlernetzwerk, was für uns wahnsinnig attraktiv ist, dort direkt über die Klarna-Infrastruktur diese Händler bedienen zu können. Ja, und damit haben wir, glaube ich, auf beiden Seiten eine tolle Partnerschaft aus dem Boden gestampft. War das eure Idee oder war das Klarnas Idee? Wer ist auf wen zugegangen? Ach, ich glaube, weißt du, wir sind ja mit vielen, vielen Spielern im Gespräch und man kennt sich und ich glaube, das Brainstorming, das ergibt sich dann einfach so. Wir sind mit Klarna seit über 2 Jahren im Gespräch und immer mal wieder haben wir die Ideen gebounced, was wir zusammen machen können. Und ich glaube, das lag einfach auf der Hand. Klarna entwickelt sich immer stärker zu einem unglaublich starken, ja fast schon eine E-Commerce-Shopping-Plattform. Gehen ja weg von einer reinen Zahlmethode hin zu einer Shopping-Plattform, die dem Kunden ein einheitliches Erlebnis bietet. Und deswegen hat Klarna zu uns gesagt, hör mal zu, wir haben gar kein originäres Interesse an B2B. Das heißt, das wäre was, da brauchen wir einen Partner, der uns das abnimmt und der unsere Händler aber trotzdem zufriedenstellt. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist eben wichtig. Du musst den Händler zufriedenstellen und eben das Churn-Risiko vermeiden und eine B2B-Zahlmethode da live zu nehmen, die skalierbar ist. Ich glaube, das war ein großes Ziel für Klarna. Also hast du jetzt eigentlich deinen potenziellen Exit-Kanal jetzt schon im Cap-Table? Ich glaube,
Das ist viel zu früh, André, um über irgendwelche Exits nachzudenken. Ja, das ist ja, wir stehen noch ganz am Anfang. Naja, komm, deine erste Firma hast du innerhalb von anderthalb Jahren, glaube ich, verkauft. Also dafür bist du jetzt schon 5 Jahre dabei. Also das ist vom Zeitrahmen. Du mal, hab ich da so einen Ruf aufgebaut, ja? Nein, gar nicht. Nein, du hast es ja gerade selber beschrieben. Ich referenziere nur auf die Anfänge des Gesprächs. Ja. Ich glaube, nee, ganz im Ernst, ich glaube, wir denken in der Tat nicht über Exit-Kanäle nach. Wir haben so unglaublich viel noch vor uns im B2B-Bereich. Der Markt steht, genau wie wir vorhin besprochen haben, noch komplett am Anfang. Und die Veränderungen, die wir treiben können, sind einfach gigantisch. Das heißt, für uns ist wirklich heads down, das Geschäftsmodell so zum Fliegen bringen, dass wir europaweit ganz klar hier eine der besten Lösungen anbieten können und den Markt einfach shapen können. Ob sich dann und wie sich dann irgendwann ein Exit materialisiert, das wird dann schon irgendwann zu seiner Zeit kommen, aber das ist nichts, worüber ich heute nachdenke. Der Name Billy, ne? Ich meine, Billy kennt jeder, weil er irgendwo mal sein Regal aufgebaut hat. Aber wo kommt der bei euch her? Also ist es Billy Eilish? Nee, die war damals noch nicht da, als ihr gegründet habt, glaube ich, ne? Da schon, aber noch nicht bekannt. Also wo kommt der Name her? Und unsere Meetingräume heißen übrigens lustigerweise genauso. Die fangen alle mit Billy an, Billy Eilish. Der Name, das ist ja bei Startups immer so ein Riesenthema, die Namensgebung und 20.000 Namen fallen raus aus verschiedenen Gründen. Billy war für uns aber von Beginn an ganz, ganz oben und zwar aus folgendem Grund. Billy hat ja im Namen drin schon angelegt Bill, also Invoice oder Rechnung. Ja, und das ist ja im Kern das, worum es uns geht. Ja, eine Zahlungsabwicklung, häufig dann auf Rechnung. Das heißt, auf der einen Seite hast du den Kern unserer Firma mit dem Namen Billy und Bill eigentlich gut erfasst. Auf der anderen Seite ist es auch, Billy Eilish, ja, eine Personenname. Oft für Frauen, aber geht auch für Männer. Ja, das heißt, du kannst auch sehr schöne Persona drumherum kreieren, mit der du dich identifizieren kannst und über die du Geschichten erzählen kannst. Und ich glaube, die beiden Dinge zusammen plus die freie IO-Domain haben uns dann überzeugt. Und kein Y, sondern ein IE am Ende, ne? Ganz genau. Das war wahrscheinlich der Grund der Domain. Wahrscheinlich war das mit Y schon weg. Das war schon weg. Ja, genau. Okay. Sag mal jetzt, wir haben gerade schon über den einen Investor gesprochen und das ist Klarna in der letzten Runde gewesen. Aber ihr habt ja früher auch schon echt prominente Investoren gehabt, ne? Also ich glaube mit Creandum schon sehr früh, ne? Einer der wirklichen Stars der letzten Jahre, muss man glaube ich sagen, ne? War das damals schon Simon, der das mit euch gemacht hat? Das war schon Simon, genau. Simon und Christian und ich, wir kennen uns ja schon seit Jahren. Ich glaube, Simon hatte ich das erste Mal kennengelernt, da war er noch bei Earlybird damals. Da sind wir nicht zusammengekommen und jetzt bei Creandum hat er einen unglaublich starken Antritt gemacht, hat das Berliner Office aufgebaut, hat ein wahnsinniges Team zusammengestellt und war auch in unserer, das war die A-Runde, haben wir sie damals getauft, 2017. War in der A-Runde auch wirklich nicht nur inhaltlich gut, sondern auch unglaublich schnell. Ja, im Fundraising hast du ja verschiedene Variablen, die dir als Gründer wichtig sind. Und das ist nicht nur Bewertung, wie man oft denkt, sondern das ist auch, wie kommst du mit der Person klar? Du gehst da ja eine Beziehung ein. Du siehst ja die Person im Zweifel mehr als, in gewissen Phasen mehr als deine Ehefrau. Ja. Aber es ist lustig, ich weiß nicht, ob du mal den Podcast gehört hast. Wir hatten ja mal einen Podcast mit Simon bei uns. Und er sagte das auch. Für mich ist das wie daten, wenn ich Gründer treffe, also the other way around. Und er meinte, ich habe halt sofort eine WhatsApp-Gruppe mit denen und kommuniziere mit denen ja so häufig, mit dem oder der, wie wahrscheinlich mit wenigen anderen Leuten. Und deshalb muss man sich mögen. Also man muss sie nicht mögen, aber mindestens schätzen. Absolut, du musst eine Ebene finden, wo du sagst, auch wenn ich über die nächsten 5 bis 7 bis 10 Jahre mit der Person ständig in Kontakt bin, selbst dann, da kann man sich immer mal auf den Wecker gehen, ja, aber das hat das Potenzial zu überdauern, ja. Und das ist wichtiger als jetzt den letzten Prozentpünktchen bei Dilution oder Valuation rauszuholen. Das macht im Endeffekt nicht einen Unterschied. Du brauchst, glaube ich, Supporter, du brauchst ein Board und Investoren, die dich verstehen, die deine Vision teilen und mit denen du auch persönlich einfach in ganz, ganz heißen Situationen klarkommst. Wenn du diese Vertrauensbasis aufbaust, dann hast du schon mal viel gewonnen. Mhm. Dann hat man noch ein paar andere, ne? Also Speed Invest, Picus und Global Founders Capital waren, glaube ich, von Anfang an dabei und jetzt sind es dann Klarna, Dawn Capital und Tencent. Mhm. Ja? Ganz genau. Tolle Riege, ne? Ja, ich bin total zufrieden. Ja, wir versuchen da in unserem Board, in unserer Investorenschaft immer verschiedene Kompetenzen
reinzuholen. Und Klarna, völlig klar, haben wir darüber geredet, kann es auf der Distribution-Seite wahnsinnig helfen. Dawn Capital aus England haben einen gigantischen 1-Milliarde-Dollar-Fund geraced und sind einfach B2B-Fintech-Spezialisten. Ja, die haben eine sehr, sehr klare Ausrichtung auf den Sektor und deswegen da auch viel Wissen aufgebaut. Naja, und Tencent aus meiner Sicht ein Corporate VC-Player hat auch hier eins der besten Fintech-Portfolien der Welt. Das wissen viele nicht, aber wenn du auf Scalable Capital, WeFox, Nubank, N26 und viele mehr guckst, Tencent hat in all diesen Firmen wirklich substanzielle Stakes und deswegen auch relativ spät, genau, das ist ein Growth Investor, Early Stage oder Mid Stage Growth Investor, der dann aber diese Firmen auch bis zum IPO tragen kann. Ja, und das ist uns jetzt, glaube ich, in dieser Phase auch wichtig. Sag mal, wenn ihr mit denen redet, was sind die wesentlichen KPIs, auf die ihr guckt und auf die eure Investoren gucken? Ist das Finanzierungsvolumen? Ist das Ausfallrate? Ist es die Anzahl der Kunden, also sozusagen Akzeptanzstellen oder die Anzahl der Kunden, die ihr serviced? Also was ist es, was euch sozusagen treibt, was eure wichtigsten Business-KPIs sind, Wachstums-KPIs sind? Da hast du schon einige der wichtigsten genannt, ja, ganz richtig. Also das auf der einen Seite Transaktionsvolumen, wie viel Transaktionsvolumen wickeln wir ab, wie viele Händler gehen live und bleiben auch live. Ja, also du musst natürlich nicht nur die Go-Lives, sondern auch die Churn-Rates an der Stelle messen, um den Bottom-Line-Impact zu haben, aber genau auch, was du nanntest, Ausfallraten und aber auch Refinanzierungskosten. Ja, das sind zwei der ganz wichtigen Bottom-Line-Treiber, die dann über die Profitabilität deines Geschäfts entscheiden. Wir kommentieren die Zahlen nicht in der Öffentlichkeit, da muss ich dich präventiv schon mal enttäuschen. Aber ich glaube, es gibt vielleicht ein, zwei Zahlen, die wir doch nennen können. Das haben wir auch publik gemacht, ja, unsere Unternehmensbewertung ist seit der letzten Runde um ungefähr den Faktor 3 bis 4 gestiegen und in einer ähnlichen Größenordnung ist auch unser Finanzierungsvolumen, unser Umsatz gestiegen. Ja, das kann man ungefähr ähnlich in ähnlichen Größenordnungen sehen. Und ein sehr schöner KPI, den wir jetzt gerade erreicht hatten im Oktober, war, wir haben jetzt 1 Milliarde Euro an Transaktionsvolumen finanziert. Das heißt, da haben wir die 1 Milliarde geknackt, was ein wichtiger und toller Meilenstein für uns war. Mhm. Wer macht das? Wer ist der Finanzierungspartner dahinter? Das macht ihr ja nicht selber aufs eigene Buch. Das stimmt, das macht man nicht selber aufs eigene Buch. Da bräuchte man sehr, sehr, sehr viel Equity dafür. Nein, wir arbeiten grundsätzlich mit großen Fremdkapitalgebern zusammen. Das sind allesamt deutsche Banken. Ein paar davon haben wir auch genannt. Wir arbeiten sehr, sehr gut mit der Raisin Bank zusammen, mit der VVRB, das ist eine Volksbank aus Süddeutschland, mit der Warngold und mit anderen. Und ich glaube, diese Banken, weißt du, die viele der Banken in Deutschland haben ja gerade einen wahnsinnigen Passivüberhang. Die wissen alle nicht, wohin mit dem Geld. Die EZB charge dich minus 0,5, minus 0,6%. Deine Kunden, denen musst du die Einlagen negativ verzinsen. Unglaublicher Pain für viele Banken. Und die suchen eben nach Portfolien, die auf der einen Seite hoch diversifiziert und damit hinreichend vom Risiko vorhersagbar und sicher sind und gleichzeitig einen ordentlichen Return abwerfen. Und ich glaube, genau diese Asset-Klasse können wir anbieten. Wir bieten gerade mit unserem Buy Now Pay Later-Produkt ja doch sehr, sehr hoch diversifizierte Receivables an, die sich sehr schnell umschlagen, im Durchschnitt, wie gesagt, in 30 Tagen. Und so eine Asset-Klasse ist ja fast einmalig. Und wenn du da strukturiert investieren kannst, ist das großartig. Was zahlt denn eigentlich der Käufer bei euch? Zahlt er einen fixen Betrag? Zahlt er einen variablen Betrag? Ist das eine Frage von Laufzeit? Also sind es 2%, 4%? Was ist das typische, der typische Preispunkt für den Merchant, der bei euch einkauft? Für den Kunden, Entschuldigung, der Merchant nicht, sondern möglicherweise für beide. Ja, der Kunde glücklicherweise zahlt ja gar nichts. Also der Kunde, wenn er sagt, ich will auf Rechnung kaufen, ich habe eine Standard Rechnungslaufzeit bei diesem Shop von, ich sag mal, 30 Tagen, zahlt der Kunde nichts. Das ist kostenfrei. Wir nehmen die Gebühren von dem Online-Händler und da versuchen wir im Bereich der anderen Zahlmethoden zu sein, die im Checkout sind. Ja, du hast normalerweise PayPal, du hast B2B, also Firmenkreditkarten, die du abwickelst, du hast vielleicht eine Sofortüberweisung, solche Dinge und da probieren wir in der gleichen Nachbarschaft da irgendwo zu sein, obwohl wir viel mehr Services anbieten. Ja, im Vergleich zu PayPal bieten wir 30 Tage Zahlungsziel oder 60 oder 90 sogar, plus Ausfallschutz, plus Mahnwesen, plus die ganze Vorfinanzierung dabei. Das bietet PayPal ja alles nicht und trotzdem versuchen wir ungefähr da zu sein. Jetzt weißt du ungefähr, wo PayPal liegt, das brauche ich dir nicht erklären, und ungefähr in der
gleichen Range bewegen wir uns. Aber das ist ja echt sportlich, ne? Sich dahin zu bewegen und dann das alles dahinter zu machen, das mit den Partnern, die wollen ja alle noch ein bisschen daran verdienen, ist schon ein sportlicher, echt eine Herausforderung, ne? Das ist ein sportlicher Antritt, da gebe ich dir recht. Und genau die Faktoren, die wir gerade besprochen hatten, du brauchst dafür eine Weltklasse-Refinanzierung. Ja, wenn du zu hohe Refinanzierungskosten hast, dann wirst du sterben in Deutschland, einfach weil du das dann nicht hinkriegst. Du musst deine Loss Rates im Griff haben. Wenn du Risiko nicht im Griff hast, auch dann frisst es dir einfach deine Marge weg. Und genau, und ich glaube, wenn du diese beiden Bottomline-Faktoren im Griff hast, plus die Daten, die du einkaufst, nicht zu teuer sind, weil du eben eine eigene Datenbank hast, die du gut nutzen kannst, dann kannst du das Geschäftsmodell betreiben. Ich glaube, wenn du auf andere Länder schaust, im näheren europäischen Ausland, da kannst du auch nochmal deutlich mehr nehmen als in Deutschland. Ja, Deutschland ist da schon low risk, low yield. Andere Länder, da kannst du nochmal 50-80% mehr nehmen. Sag mal, hast du eine Anekdote von irgendjemandem, der euch mal so richtig gut verarscht hat, wo du gedacht hast, so wow, das hätte ich nicht erwartet? Okay. Oh, da gibt's, oh, André, da gibt's, wenn es da nur eine gäbe, wäre ich glücklich. Da gibt's eine ganze Reihe. Bist du manchmal wirklich überrascht und dann denkst du, wow, ey, das hätte dir auch drauf kommen können? Ich bin überrascht. Ich sag dir mal so ein, zwei Anekdoten. Ich hoffe, ich kriege die jetzt alle gut zusammen. Wir hatten vor ein paar Monaten mal mehrere Betrugsfälle aus der Großregion, Großraum Hamburg. Ja, das haben wir gedacht, warum steigen denn die Ausfallraten in Hamburg plötzlich so an? Das heißt nicht wahnsinnig schlimm, aber es war doch so, dass wir irgendwie bei einem Händler da irgendwie drauf geguckt haben. Und dann ist klar geworden, dass da anscheinend eine Betrügergruppe gab, die sich verschiedenste Unternehmen in dem Fall rausgepickt haben, auf deren Namen sie bestellt haben. Und während die Sendungen dann verschickt wurden, die Versandadressen beim Versender noch versucht haben zu ändern auf Packstationen oder auf Tankstellen, wo du quasi ohne Ausweis dein Paket einfach nachts um zwei abholen kannst. Ja? Also das ist ein ganz klassischer Betrugsfall, den haben wir dann auch unterbunden, aber da haben wir leider ein bisschen zu lange gebraucht, den zu sehen, dass du sagst, ich mache einen Identity Theft, ich nehme mir eine Firma oder eine Privatperson, auf die ich bestelle, versuche dann wie auch immer umzurouten zu einer Adresse, die dann nicht die eigentliche Adresse ist, damit ich es in Empfang nehmen kann und dann bin ich bei alle Berge. Ja? Das sind klassische Betrugsmuster, da gibt es 1000 Ausprägungen, die musst du einfach sehr, sehr schnell sehen und unterbinden. Ja, wobei das ist ja wirklich lustig, ne? Das ist ja mittlerweile ein Service, den dir halt die ganzen Versender auch anbieten, dass du plötzlich dann irgendwie nochmal eine Information bekommst und dann sagen die dir, hey, sag doch mal ganz kurz, wo ich es jetzt hinbringen soll. Das ist ja echt ein Rennen für euch, ne? Ganz genau, und das musst du frühzeitig entdecken und im Zweifel beim Versender auch abstellen. Ja, das geht auch, ja, dass du das abstellst. Ja, okay. Und wahrscheinlich ist es ein Feature für einen Privatkunden gut, aber im Geschäftskundenumfeld kannst du wahrscheinlich auch sagen, so, ey, wann kommt das vor? Außer möglicherweise mal am Wochenende, wenn das Büro nicht besetzt ist, dass du es irgendwie wirklich nochmal an einen anderen Ort schicken möchtest. Ne? Also ich denke gerade drüber nach, okay, ja, verstanden. Na, spannend. Matthias, wenn wir so ein bisschen drauf gucken, ich glaube, so verstanden habe ich das Modell und hoffentlich damit auch unsere Hörerinnen und Hörer das verstanden, was ihr tut und wo ihr herkommt und wohin ihr euch entwickelt. Nochmal ganz kurz, ein kurzer Schritt zurück und dann mal von da aus kommt, nochmal nach vorne gehen. Macht ihr denn das klassische Billy-Modell auch noch oder geht ihr jetzt wirklich sehr, sehr full in das Thema Buy Now, Pay Later? Beides, in der Tat. Wir machen das ursprüngliche SME, Accounts Receivable und Invoice-Finanzierungsthema auch weiter. Wir sehen jetzt jedoch, dass die Nachfrage gerade beim B2B, Buy Now, Pay Later für den Online-Bereich unglaublich stark wird und dass wir da unsere Ressourcen noch allokieren müssen. Ja, ich glaube, als Startup hast du, oder als junges Startup, ich kann jetzt nur von uns sprechen, wir sind jetzt knapp 150 Mitarbeiter groß und immer noch irgendwo auch ein junges, kleineres Startup, da hast du natürlich immer die Ressourcenkonflikte. Du kannst dich nur sinnvoll auf ein Kernthema richtig, richtig gut fokussieren. Und da haben wir gesagt, jetzt für die nächste Zeit ist das Kernthema, was wir aufbauen. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, ne? Weil alles machen, das wissen wir ja beide, mit limitierten Ressourcen, die man eigentlich immer hat, ne, weil das ist ja immer meistens zu wenige Entwickler oder zu wenige Leute im Product oder wo auch immer. Sales geht ja meistens dann irgendwie noch, das kriegt man irgendwie hin, wenn du ein gutes Produkt hast, aber da kannst du ja dann irgendwie nicht wirklich alles vorantreiben und vor allem nicht alles in der Güte, die man sich ja dann auch immer vornimmt, ne, und dann, wenn du das dann irgendwie nicht richtig weitermachst und nur so halbherzig weitermachst, wird das Produkt nicht mehr richtig gut und dann verlierst du dann wieder Kunden. Das ist irgendwie auch doof, keine Frage. Wenn du nach vorne guckst, über das Produkt hast du gerade schon ein bisschen gesprochen, also dass ihr darauf spezialisiert und darauf fokussiert. Momentan seid ihr in Deutschland, oder? Genau, momentan sind wir in Deutschland, ja. Und nächster Schritt?
Nächster Schritt ist in der Tat, dass wir das Modell über Deutschland hinaus dann ausweiten werden. Und ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt in Deutschland, haben uns in einem Umfeld bewegt, wo, genau wie du sagst, wo auch Risikomanagement, Refinanzierung wahnsinnig wichtige Themen waren. Und das haben wir gelernt, das tragen wir jetzt nach außen. Also internationale Expansion steht jetzt auf dem Zettel. Da werdet ihr dann nächstes Jahr ein bisschen was von uns hören. Und für uns produktseitig natürlich auch die Erweiterung erstmal bei der Merchant Experience und der Buyer Experience. Du hast ja immer diese beiden Seiten. Über Händler haben wir gesprochen, was der braucht. Wir haben noch nicht so viel gesprochen über den Einkäufer. Also was musst du dem Einkäufer eigentlich bieten, dass er dich als Brand wahrnimmt, dass er dich quasi wie das PayPal oder das Klarna für B2B dann auch ständig nutzt und auch vielleicht außerhalb der Checkout Experience nutzen möchte. Also das ist ein weiterer Punkt, den wir uns umschnallen werden. Und dann gibt es neben den ganz klassischen B2B-Online-Shops natürlich weitere Arten und Shop-Typen, ja, die B2B-Transaktionen abwickeln. Es gibt ganz B2B-Transaktionen, werden ja nicht nur über den Online-Shop-Use-Case abgewickelt, den du wie ein Verbraucher kennst, sondern gibt es ganz andere Arten noch. Und da ist die Frage, inwiefern können wir da als Firma auch hier relevant werden? Ist es teilweise so etwas, dass du dich tiefer integrierst in Systeme hinein, wo direkt Bestellungen ausgeführt werden und sowas? Ich glaube, das ist ein Punkt, den man sich angucken muss und wo wir lernen müssen, ob wir da eine Rolle spielen können. Dann gibt es aber auch Shops oder Unternehmen, die nicht Güter oder Waren verkaufen, wie wir es in Amazon kennen, sondern die andere Dinge verkaufen. Ob das Hotelbestellplattformen sind oder ja, es gibt ganz verschiedene Verticals, wo du Dienstleistungen kaufst oder sowas, die jetzt nicht direkt mit der Warenversand zu tun haben. Und da ist die Frage, inwiefern kannst du da noch deinen Kunden helfen? Ja. Ich habe noch darüber nachgedacht, ob ihr möglicherweise noch andere Zielgruppen angeht, aber das hast du eigentlich vorhin schon mal kurz beantwortet, dass du eigentlich sagst, die Diversität der Käufer bei euch ist eh schon riesengroß, ne? Also von der Stadt, also vom Kämmerer, der für die Stadt einkauft, bis hin zum kleinen SMB, bis zum Großkonzern, ist dir eigentlich egal, ja? Du sagst also, es ist völlig wurscht, ob eine AG, GmbH, UG, oder möglicherweise sogar ein Freelancer, du nimmst die alle, ja? Das ist richtig. Wir versuchen, die alle zu nehmen. Manche davon sind einfacher, andere sind schwieriger. Manche davon sind in strukturierten Registern gelistet. Da brauchst du einen API-Core zu einem Register und du hast den Kollegen. Bei anderen ist es viel, viel schwieriger, die auch zu identifizieren. Aber grundsätzlich hast du recht, Paragraph 14 BGB, Unternehmer, das sind unsere Zielgruppen, wie auch immer die ausgeprägt sind. Ja. Ja, okay. So, aber lass uns mal ganz kurz, wenn wir jetzt über Billy mal so einen kleinen Haken hintermachen und über das, was ihr da aufgebaut habt. Also wirklich Chapeau dafür, was ihr da gemacht habt in den letzten 5 Jahren. Ne? Also toll. Wenn du so auf das Ökosystem Berlin guckst, bist du eigentlich Berliner ursprünglich? Ich bin nicht Berliner, also ich komme ja aus Süddeutschland, habe in Karlsruhe studiert, bin also Badenser und bin dann 2008 mit McKinsey nach Berlin gekommen. Darf man das sagen? Ich dachte, das wäre ein Schimpfwort, Badenser zu sagen. Ich glaube, ich darf das sagen. Okay, du darfst, also Gelbfüßler sagen dann die Schwaben dann Gelbfüßler. manchmal zu euch, ja, okay. Genau, Hast du genau. nicht. Nee, aber wie lange bist du in Berlin? Ja, seit 2008. Ich bin im Sommer 2008 hergekommen, habe dann im August 2008 bei McKinsey gestartet und das war der Umbruch für mich, ja. Hast du das mittlerweile oder empfindest du das Ganze als Ökosystem? Also gerade so diese Startup-Fintech-Welt in Berlin? Auf jeden Fall. Und ich glaube, weißt du, zu der Zeit, wo ich nach Berlin gekommen bin, so rund 2008, das war für mich so der Beginn des Ökosystems. Du hast ja, Rocket hat sich, glaube ich, 2007 gegründet. Du hast dann die ersten wirklich großen und erfolgreichen Firmen um diese Zeit rum entstehen gesehen. Du hast Zalando, du hast HelloFresh, du hast Delivery Hero. Die drei sind ja auch im DAX 40 mittlerweile. Also unglaubliche Trajektorie, die in den letzten 12, 13 Jahren genommen haben. Du hattest eine Startup-Landschaft, die stark von den Inkubatoren geprägt war. Rocket natürlich der größte. Du hast Project A, du hast Team Europe, genau, und noch ein paar andere. Und ich glaube, das war für Berlin schon besonders, so einen Antritt zu machen. Aber ich glaube, diese Inkubatoren, egal was man davon halten will, haben zu Beginn einen sehr fruchtbaren Boden gelegt, auf dem dann sehr viel wachsen konnte. Ja, und gerade die Firmen der ersten Stunde, die wir gerade genannt haben, das sind für mich sind solche großen, starken, erfolgreichen Firmen immer so ein bisschen wie Flugzeugträger. Ja, das ist eine große Firma und von der heben dann kleine Helikopter und kleine Flugzeuge ab, um dann wieder erfolgreiche Firmen zu gründen, weil du brauchst ja immer eine Art Training Ground für deine Manager der zweiten und der dritten Generation. Und die werden natürlich trainiert in den großen, erfolgreichen Firmen der ersten Stunde.
Ja, und das macht auch so für mich ein Ökosystem aus. Du hast groß erfolgreiche Firmen, daraus hast du dann ganz viele Ausgründungen, diese verschiedenen Mafias, die es dann irgendwie gibt, die dann wieder erfolgreiche Firmen gründen. Du hast von den ersten Exits dann Gründer, die sich dann Angel Investments leisten können und die dann wieder die zweite und dritte Generation vorantreiben. Ja, und so entsteht dann doch in relativ kurzer Zeit ein starkes Ökosystem. Ähnlich hast du es ja gesehen in Tel Aviv, war es ähnlich in Paris, in London. Du hast ja so verschiedene starke Hubs, die auf eine gewisse Art und Weise entstanden sind. Was gibst du selber zurück ins Ökosystem? Also außer, dass du halt Unternehmen aufbaust und damit halt auch eine zweite Ebene an neuen Gründern möglicherweise irgendwann erzeugst, gibst du selber was zurück? Genau, ich glaube, das ist der erste Punkt. Wir haben auch aus unserem letzten Unternehmen oder diesem Unternehmen jetzt schon wirklich die ersten Leute, die rausgehen und eigene tolle Firmen gegründet haben. Bin ich auch persönlich irgendwie wahnsinnig stolz drauf, obwohl ich damit ja nicht so viel zu tun habe. Finde es toll, das zu sehen. Und ich Auch wenn versuche man meistens auch. manchmal ein bisschen traurig ist am Anfang, ne, wenn sie Ist gehen. beides, na klar. Du hast immer den Trennungsschmerz, wie wenn dein Kind das Haus verlässt und irgendwann bist du dann sehr stolz Das drauf. kennst du doch noch gar nicht. Ich Das kriege kenne das ich das noch erste nicht. Mal mit, ey. Da bin ich noch ein bisschen davon entfernt, ja. Nee, genau, und was gebe ich zurück? Also ich versuche auch zusammen mit Christian und mit Eiger, unseren Mitgründern, auch verschiedene Angel Investments zu machen und die Gründer dann auch mit Mentoring und verschiedenen Fragen, gerade im Fintech, auch zu unterstützen. Ja, ich habe ein kleines Fintech-Portfolio aufgebaut und das macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Da bleibe ich auch mit am Puls der Zeit und kriege einfach auch andere Verticals mit, die ich so, zu denen ich so, sonst wenig Zugang hätte. Ja. Glaubst du, jetzt Fintech ist ungefähr 10 Jahre alt, in Berlin auch? Geht das weiter oder kommt was Neues? Hast du irgendwie ein Gefühl, dass da irgendwie eine andere Industrie kommt oder ist da noch Potenzial für für die Szene, aus der wir auch kommen? Also ich glaube, das ist eine gute Frage, auf die ich vielleicht keine ganz gute Antwort habe. Ich glaube, du hast ja gesehen, dass viele Fintech- oder Finanzverticals jetzt schon durch sind. Ja, also wir haben angefangen mit Payments ganz zu Beginn, B2C-Payments, dann hast du Lending-Modelle gehabt, dann hast du irgendwie Asset-Management-Modelle gehabt und so weiter und so fort. Das heißt, viele Dinge sind schon aufgerollt. Im B2B hast du, glaube ich, noch einiges, was offen ist. Trotzdem glaube ich, dass du eine sehr starke Verästelung auch innerhalb der Modelle hast, die du noch abdecken kannst. Du hast viele Infrastrukturthemen, du hast verschiedene Treasury-Themen, du hast verschiedene Accounting-Modelle, die einfach noch nicht da sind, wo sie im Endeffekt hingehören. Das heißt, ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Du hast jetzt die ganzen Kryptomodelle, die kommen und dahinter auch die Infrastruktur für Krypto und für NFTs, wobei NFTs jetzt nicht wirklich Fintech sind. Ich glaube, da gibt es immer wieder große Spielwiesen, die sich öffnen. Und ich glaube, Fintech, ja, auch Fintech wird sich nochmal deutlich weiterentwickeln in Bereich, die wir heutzutage noch gar nicht wirklich auf dem Schirm haben. Na, mir hat mal irgendwann vor 10 Jahren auch ein alter Ex-Alumni von dir, aber der noch mal ein paar Jahre älter ist als ich, mal gesagt, der damals CEO bei einer großen Bank war: Ihr habt alle tolle Modelle, ihr ganzen Fintechs. An meine echten Profit-Pools lasse ich euch noch nicht dran. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Das ist auch mein Eindruck, ehrlich gesagt. Das, was du gerade beschrieben hast, dass dann eine ganze Menge Modelle, daran haben wir uns abgearbeitet. Und jetzt wird es wirklich, glaube ich, richtig spannend. Das glaube ich auch. Also große Profit Pools sind ja im Corporate Banking noch. Das ganze Retail Banking, da lesen wir von Filialschließungen noch und nöcher. Das ist schon relativ auf dem absteigenden Ast. Aber im Corporate Banking gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Im Treasury gibt es noch viel zu tun. Im International Trade FX, genau. Da gibt es Supply Chain Finance. Es gibt schon noch Bereiche, die Banken stark besetzen. Auch durch ihre Netzwerkeffekte haben die da große Vorteile. Aber auch das ist vielleicht schwieriger anzugreifen und komplexer auch zu verstehen, aber nicht unmöglich. Ja, auch Commercial Real Estate, Mortgages, da gibt es schon noch Bereiche, die einfach stark bankendominiert sind. Aber da, weißt du, wenn Klarna oder Stripe oder PayPal komplette Bereiche revolutioniert haben, dann traue ich uns viel zu, dass wir das auch noch angehen können. Schönes Schlusswort, Matthias. War eine Freude. Danke dir sehr für die Einblicke in das, was du aufgebaut hast, was ihr aufgebaut habt, was ihr mit Billy macht und wie du auch das Ökosystem siehst. Hat Spaß gemacht. Danke, Dankeschön. André. Absolut. Immer gern wieder. Tschüss, ihr Lieben.